Hallo ihr Lieben, habt ihr auch schon mal vorm Einkaufswagen gestanden und hattet keine Münze? Damit ist jetzt Schluss. Ich bin Silke von Häkelreigen und heute habe ich diese Häkelidee für dich. Du findest alles auch nochmal zum Nachlesen unten verlinkt. Du brauchst für den Anhänger Wolle in zwei Farben, zum Beispiel Baumwollgarn mit 125 Metern Lauflänge, eine Häkelnadel etwa Stärke 3 mm, einen Restfaden zum Markieren des Rundenbeginns, eine Schere, eine Wollnadel, wenn du magst, ein Schlüsselanhänger und natürlich eine Einkaufsmünze. Wir beginnen mit einem Fadenring und häkeln 6 feste Maschen in den Ring. Falls du den Fadenring noch nicht kennst, schau dir gerne mein Video hierzu an. Da zeige ich dir den Fadenring Schritt für Schritt. Den Fadenring zuziehen und in Spiralrunden weiter häkeln. Ich häkle diesen Kreis mit festen X-Maschen, das heißt, ich hole mir den Faden von oben. In jede Masche häkle ich 2 feste Maschen. Wir haben jetzt 12 Maschen. Für die nächste Runde markiere ich mir den Rundenbeginn mit dem Restfaden und verdopple jede zweite Masche. Jetzt haben wir 18 Maschen. Ich markiere den Rundenbeginn wieder neu und wir verdoppeln in dieser Runde jede dritte Masche. Wir haben jetzt 24 Maschen. Den Faden können wir herausziehen. Um den runden Übergang anzugleichen, häkeln wir noch eine Kettmasche. Dann können wir den Faden abschneiden und die Runde unsichtbar schließen. Dazu fädeln wir den Faden in eine Wollnadel. Gehen in die übernächste Masche, nicht diese, sondern die hier, unter beiden Maschengliedern rein und stechen hier oben wieder ein, wo der Faden herausgekommen ist. Anschließend können wir die Fäden auf der Rückseite vernähen.
Den zweiten Kreis für die Rückseite habe ich genauso gehäkelt. Jetzt legen wir die Kreise links auf links aufeinander und schlingen die zweite Farbe an. Die Kreise häkeln wir mit festen Maschen zusammen. Das Fadenende häkle ich gleich mit ein. Etwa 5 Maschen bleiben offen. Die Münze sollte gerade so in die Öffnung passen. Hier häkeln wir jetzt nur auf der Vorderseite weiter. Die Runde mit einer Kettmasche schließen. Weiter geht's mit dem Blütenrand. Dafür häkeln wir eine Luftmasche und eine feste Masche in die gleiche Masche. In die nächste Masche kommen 5 Stäbchen. Dann eine feste Masche und eine Kettmasche in die nächste Masche. Das wiederholen wir noch 5-mal. Eine feste Masche, 5 Stäbchen, eine feste Masche und eine Kettmasche.
Wir enden hier mit der Kettmasche. Anschließend eine Luftmasche häkeln und die Blume umdrehen. Wir behäkeln jetzt noch den oberen Rand mit festen Maschen. Mit einer Kettmasche enden und dann den Faden abschneiden und vernähen. Für die Kordel benötigen wir ein Fadenende von etwa 60 cm. Eine Anfangsschlaufe machen und auf die Häkelnadel legen. Das Fadenende zeigt dabei nach unten und der Faden vom Knäuel zur Seite. Das Fadenende um die Häkelnadel legen, die Schlingen festhalten und durchziehen. Nochmal. Faden um die Häkelnadel legen und durchziehen. Drüber legen und durchziehen. So lange, bis die Kordel etwa 15 cm lang ist. Dann beide Fäden durchziehen und den Faden abschneiden. Wir können die Kordel jetzt hier oben an der Blume festnähen oder an einem Schlüsselanhänger befestigen. Und jetzt Münze einpacken und einkaufen gehen.
Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.